Willkommen zu diesem vierten Video in der Videoserie Klimawendezeit, warum wir auch bei Entwicklungshilfe und Ernährung umdenken müssen. In diesem Video möchte ich mich mit den Themen Landfläche und Hunger beschäftigen, was ja aus den vorherigen Videos schon klar war, dass das ein wesentliches Thema ist. Hier ist nochmal die Agenda gezeigt. Wir haben die Themen Klimawandel, Wachstum und der Weltbevölkerung und die Energiewende schon behandelt und wenden uns jetzt halt eben der Landfläche zu, wo wir gesehen haben, dass das womöglich ein knappes Gut ist, wo dann eben der Druck auch entsprechend hoch ist und die Herausforderungen groß sind. Daraus nachher wollten wir aus den verschiedenen Puzzlesteinen eine Systemsicht entwickeln und daraus dann die Konsequenzen für unser Handeln individuell, aber auch politisch ableiten. Das ist aber dann das letzte Video, das nächste Video. Als Einstieg in das Thema Landfläche möchte ich jetzt hier diese Grafik noch einmal zeigen, die ich schon einmal gezeigt habe. Die Anzahl der hungernden oder unterernährten Menschen als Funktion der Zeit, wo wir sehen, dass wir heute mehr als 800 Millionen hungernde Menschen haben, und das sind mehr als 11% der Menschheit. Also mehr als 11% der Menschen heute auf dieser Welt, also nicht irgendwann Projektionen in die Zukunft, sondern jetzt und hier, hungern. Das ist natürlich etwas Fatales, was wir irgendwie vermeiden wollen. Um das einordnen zu können, müssen wir ausrechnen, wie viel Landfläche wir eigentlich für die Dinge brauchen, die wir eigentlich so uns erzeugen wollen, weil ich hatte ganz zu Anfang ja gezeigt, in dem zweiten Video, dass halt die Landfläche womöglich ein knappes Gut ist, dass da Konkurrenz drum entsteht. Um das auswerten zu können, möchte ich jetzt hier ausnahmsweise mal eine Gleichung zeigen und auswerten. Da wird auch gleich klar, wie das funktioniert. Die eine Seite der Gleichung, das ist Landfläche mal Ertrag pro Fläche. Die gesamte globale Landfläche mal dem, was ich auf dieser Landfläche erzeuge, das ist das, was ich insgesamt global erzeuge. Auf der einen Seite der Gleichung. Auf der anderen Seite der Gleichung ist die Weltbevölkerung mal dem, was ich pro Kopf brauche. Das ist das, was ich global brauche. Jetzt kann ich mich fragen, erzeuge ich mehr, als ich brauche oder nicht? Also dieses größere Gleichzeichen mit dem roten Fragezeichen. So, ich wollte aber eigentlich Landfläche auswerten. Und um das zu tun, teile ich jetzt durch den Ertrag pro Fläche. Wer in Rechnen ist, das nicht mal Mathe aufgepasst hat in der Schule, sieht sofort, dass das geht. Ich teile also durch den Ertrag pro Fläche und bekomme dann eben die Landfläche, die ich brauche, als das, was ich insgesamt brauche, geteilt durch die Produktivität der Landfläche quasi. Und den Ertrag und den Bedarf kann ich jetzt anwenden für verschiedene Größen. Ich kann das auswerten für Nahrungsmittel, für Bioenergie, für Biomaterialien. Immer was brauche ich und was bekomme ich denn jeweils pro Landfläche raus und kann dann die verschiedenen Landflächen für die verschiedenen Bedürfnisse, die ich habe, quasi zusammenaddieren. Dabei ist die Weltbevölkerung, klar, haben wir schon behandelt, den Bedarf pro Person, der ist relativ naheliegend. Bei den Nahrungsmitteln ist das klar, bei anderen Dingen müssen wir das als Randbedingung quasi vorgeben. Der Ertrag pro Fläche, das ist die Größe, die eigentlich noch offen ist. Um das auszuwerten, habe ich jetzt historische Daten genommen und mich gefragt, wie viel produzieren wir denn eigentlich pro Fläche? Ja, hier in beispielsweise für die Nahrungsmittel, Kilokalorien Nahrungsmittel pro Quadratmeter und Jahr. Als Funktion der Zeit. Und wir sehen, dass wir insbesondere für die 7 Hauptfeldfrüchte, das sind die großen Kalorienbringer der menschlichen Ernährung quasi, die sind also im nennenswerten Prozentbereich, tragen die zur Welternährung bei, die steigen quasi linear. Seit 1960 bis heute linear angestiegen, auf einer Geraden folgen quasi. Man sieht, die landwirtschaftliche Produktivität global hat massiv zugenommen. Nur deswegen können wir so viele Menschen überhaupt ernähren und trotzdem reicht es nicht. Ich bin deswegen hergegangen, weil es eine Gerade ist, dass die gesamte Produktivität, das ist also die gesamte Produktivität, dass die auch linear weiter steigt. Der Rest ist natürlich, also zu dem, was die 7 Hauptfeldfrüchte sind, ist das, was eben der Rest ist quasi. Das ist Gemüse, das ist Spargel, das ist Salat, so etwas, was also relativ wenig Kalorien pro Fläche erzeugt. Das sind die anderen Dinge. Für eine ausgewogene Ernährung brauche ich beides und dann komme ich halt insgesamt auf diese Kurve. Die ich dann so in die Zukunft weiterschreibe, kann man diskutieren, aber ich sage mal, das ist ein sinnvoller, mittlerer Weg, der in der Zukunft wohl vorhergesagt werden kann. Die Werte hier oben sind auch so, dass sie im Prinzip möglich sind. Da sind also keine grundlegenden Limitierungen dabei an der Stelle. Und für manche Früchte bin ich also wirklich auch in so hohen Werten sowieso, dass es also durchaus realistisch erscheint. Die zweite Zahl, die ich noch kurz diskutieren möchte, ich müsste es vielleicht nicht, aber das ist die kalorische Nahrungszufuhr, die historischen Daten wiederum ausgewertet und hier das Szenario, was ich in die Zukunft rechne. Wir schreiben das also quasi so weit in die Zukunft fort, sodass wir auch etwa zur Mitte des Jahrhunderts so viel Energie bereitstellen, dass im Prinzip jeder auch bei leichter Ungleichverteilung der Nahrungsmittelzufuhr zwischen Ländern und zwischen Schichten in der Gesellschaft, dass wir trotzdem eine ausreichende Ernährung im Prinzip sicherstellen können müssten.
also mit Verlusten und was weiß ich, was wir alles rechnen werden, das gehe ich gleich noch drauf ein. Das ist also das, was ich rechne. Und dann kann ich mich fragen, wenn ich das zugrunde lege, wie viel Landfläche brauche ich? Wofür? Nun, zunächst einmal, um uns ausreichend pflanzlich zu ernähren. Dann berücksichtige ich 10% Bioenergie. Wir brauchen sowieso 5% für Flugzeuge und Schiffe und für chemische Prozesse. Also kommen noch da oben drauf. Und womöglich ist es ein bisschen mehr. Ich rechne also mit 10% Bioenergie, die wir brauchen, weil Batterien und Wasserstoff für beides nicht funktioniert, für Schiffe und Flugzeuge. Also wir haben heute keine andere Alternative. Machen wir also Bioenergie. Dann brauchen wir Biomaterialien für Kunststoffe, für Reinigungsmittel oder pharmazeutische Wirkstoffe. Das muss ja auch nicht mehr fossil erzeugt werden, sondern biobasiert. Brauchen wir auch Landfläche für. Dann wollen wir natürlich ökologisch, also nachhaltige Landwirtschaft betreiben. Da wissen wir brauchen mehr Fläche, um die gleiche Menge zu produzieren. Studien zeigen, dass es heute etwa 10-20% mehr sind, die wir für die gleiche Produktion brauchen. Ich rechne mit dem Mittelwert 15% mehr Fläche. Dann wissen wir, dass wir eigentlich ja auch die Biodiversität fördern wollen, für die Artenvielfalt, die wir brauchen, um sinnvolle Ökosysteme auf dieser Erde zu haben. Dazu brauchen wir, um es zertifizieren zu lassen, einfach eine Zahl. Das kann gerne auch mehr sein natürlich, aber ich kriege es zertifiziert, wenn ich 12% Blühstreifen und Brachflächen habe, dann kriegt der Bauer ein entsprechendes Zertifikat, dass er auf Biodiversität Rücksicht nimmt. Also setze ich das auch. Und das ist die Untergrenze dessen, was sozusagen sinnvoll ist. Kann gerne mehr sein. Dann gibt es Maßnahmen zur CO2-Entfernung aus der Atmosphäre. Das ist einerseits BECCS, das ist Bioenergie mit Carbon Capture and Storage, das heißt Biomasse, Energiepflanzen anbauen, die verbrennen, das energetisch nutzen, das CO2 auffangen und dann in geeignete Schichten der Erde quasi hineinpumpen, wo es dann mittelfristig auch verbleiben wird. Dafür gibt es Tests, dass das geht, verschiedene Technologien sind da möglich. Es ist eine Möglichkeit, die diskutiert wird, um das CO2 einzufangen. Egal wie, das Einfachste, um CO2 aus der Atmosphäre herauszubekommen, ist wirklich Biomasse zu benutzen, egal was man dann danach mitmacht. Es gibt andere Möglichkeiten, möchte ich gar nicht drauf eingehen hier. Ich nehme das einfach an, dass wir so viel Landfläche brauchen, um das zu machen, um praktisch so viel CO2 einzufangen. Ob wir das dann speichern, das sei dahingestellt, kann auch anders sein. Außerdem wollen wir aufforsten, etwa 15% der Waldfläche wollen wir zusätzlich Wald produzieren, Wald anbauen. Das ist preiswert, viel preiswerter als dieses BECCS letztendlich einerseits. Und auf der anderen Seite bindet es auch mittelfristig relativ große Mengen. Das ist ein nennenswerter Beitrag zur CO2-Rückholung sozusagen aus der Atmosphäre. Und dann schon zum Schluss wollen wir uns doch gönnen, dass wir halt eben tierbasierte Nahrungsmittel nehmen. Das heißt erstmal Futtermittel produzieren. Dabei brauchen wir hier mehr Futtermittel, als wir eigentlich hier pflanzlich, also das hier war schon eine ausreichende pflanzliche Ernährung. Insofern ist hier nur der Mehrbedarf berücksichtigt. Ja, ich brauche heute etwa 2 Kilokalorien Futtermittel, um 1 Kilokalorie Nahrungsmittel zu erzeugen. Das heißt, hier ist diese 1 Kilokalorie, die ich am Ende herauskomme, schon berücksichtigt. Und hier ist sozusagen die 1 Kalorie, die ich mehr Bedarf habe an Futtermitteln berücksichtigt. Auch das braucht mehr Landfläche. Und dann brauche ich noch Weidefläche natürlich, wobei ich davon ausgehe, dass auch das hier quasi wie die pflanzliche Produktivität weiter intensiviert wird wie in der Vergangenheit. Also auch da nehme ich weitere Intensivierung an bei den Szenarien, die ich gleich zeige. Zeige ich hier nicht im Detail, kann man nachlesen in dem Buch oder auf der Webseite, da sind die Daten angegeben. Wenn wir das so machen, dann können wir in wenigen Jahrhunderten das Klima auf ein vorindustrielles Niveau wieder oder etwa vorindustrielles Niveau stabilisieren. Das gelingt dann, wenn wir das für 1, 2, 3 Jahrhunderte machen. So, die Flächen, die wir brauchen, sind oder wofür wir sie brauchen, ist dargestellt. Wie groß sind die Flächen? Das ist hier gezeigt. Dabei bin ich davon ausgegangen, auch wiederum, dass bis 2050 so eine Übergangsphase ist. Und dann sozusagen wir einen stabilen Zustand erreicht haben wollen. Hier sind die einzelnen Flächen quasi zusammenaddiert. So viel brauchen wir. Heute sind wir etwa bei 7000 Quadratmeter ungefähr, die wir pro Person brauchen. Und wir sehen, wir brauchen durchaus auch in der Zukunft sogar ein bisschen mehr teilweise, aber dann so trotzdem 7000 leicht abfallend. Leicht abfallend, weil die Produktivität der Landwirtschaft ja immer weiter steigt. Das war ja vorausgesetzt, das ist also berücksichtigt. Auch die tierbasierte Ernährung, darum wird das hier besonders schnell flacher oder kleiner, der Beitrag, dass das auch intensiver wird. Das können wir jetzt vergleichen mit dem, was wir verfügbar haben an Landfläche. Das ist hier gezeigt, die mittlere Variante und die hohe Variante der Weltbevölkerung. Ich hoffe, dass man diese hellen Farben in den Videos noch erkennen kann. Die mittlere Variante verläuft also hier. Es sind weniger Menschen, damit steht mehr Fläche pro Person zur Verfügung. Für die hohe Variante nimmt es also immer weiter ab. Für die mittlere Variante stabilisiert sich das so langsam gegen Ende des Jahrhunderts, weil auch die Bevölkerungszahlen ja stabilisiert sind. Und was sehen wir? Wir sehen, wenn wir nach der hohen Variante uns entwickeln,
dann reicht es nicht mal aus, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, geschweige denn, dass wir tierbasierte Nahrungsmittel uns leisten können. Nur wenn wir die mittlere Variante erreichen, nur dann können wir uns einen gewissen Anteil tierbasierte Nahrungsmittel noch erlauben. Aber auch nicht immer, in dem Bereich schon nicht. Da haben wir praktisch keine Prozente, die wir da nennenswert tierbasierte Nahrungsmittel berücksichtigen können in unserer Ernährung. Und nicht nur Umstellung von Fleisch oder Verzicht auf Fleisch und vegetarisch uns ernähren. Nein, gar nichts Tierisches mehr. Gar nichts. Reine vegane Ernährung. Wir erzielen hier nicht einmal mit der hohen Variante überhaupt noch unsere Nachhaltigkeitsziele, obwohl wir auf alle tierbasierten Nahrungsmittel verzichten. Das zeigt uns noch einmal, wie dringlich es ist, das Bevölkerungswachstum zu reduzieren, weil nur dann kommen wir überhaupt in den sinnvollen Bereich. Es zeigt aber trotzdem, selbst wenn wir das schaffen, wird es mit der tierbasierten Ernährung knapp. Das heißt, der Welthunger ist nur dann schaffbar oder beseitigbar, wenn man im Prinzip auf tierbasierte Nahrungsmittel komplett verzichtet. Und wenn man sich zurücklehnt, das Bild anschaut, dann sieht man natürlich so als Ingenieur, das ist schon wieder das Bild, Welthunger praktisch über der Zeit, dann sieht man halt, wie wenig das abnimmt über die vielen Jahrzehnte. Und das ist das Ziel, was wir aktuell nach diesen UN Sustainable Development Goals, diesen Nachhaltigkeitszielen der UN quasi haben. Bis 2030 soll der Hunger beseitigt sein. Und wenn ich mich als Ingenieur zurücklehne, dann sehe ich, okay, wenn ich so weitermache bis hier mit diesen Maßnahmen, ebenso wie bisher, werde ich das Ziel nie erreichen können. Wir brauchen eine dramatische Veränderung und das ist halt eben die Umstellung von der Ernährung vollständig auf tierbasierte Nahrungsmittel zu verzichten. Nur dann können wir dieses Ziel, was wir hier eigentlich haben, erreichen. Und dabei muss man sich klar machen, was wir uns in entwickelten Ländern vorrangig halt eben eigentlich leisten. Ja? Dazu habe ich hier mal ein paar Bilder zusammengetragen. In der Mitte ist das, was ich in meiner Küche quasi oder von meiner Frau gekocht bekomme, auch teilweise selber mache. Rein vegane Ernährung, ich bin Veganer. Ich predige also nichts, was ich nicht selber befolge quasi. Aber ich zeige hiermit, warum es eigentlich wichtig ist, insgesamt gesellschaftlich, um das wirklich zu erreichen. Das heißt, hier sieht man sozusagen, wie ich mich ernähre, vegan, völlig abwechslungsreich, völlig attraktiv, völlig geschmackhaft, super lecker. Wir erlauben uns zu großen Teilen noch so etwas, um dann am anderen Ende der Welt die Menschen mit so etwas abzuspeisen. Irgendein Hirsepaps mit ein bisschen Kokosbrei dazu, um ein bisschen Fett den Leuten auch zu geben und vielleicht ein bisschen Geschmack da reinzubringen. Aber das ist sozusagen, was wir in Krisenregionen den Menschen, da wo sie Menschen hungern quasi, ihnen sozusagen als Brosamen übrig lassen, weil wir uns das hier leisten. Weil, wie wir halt eben schon gesehen haben, diese Fläche für die tierbasierten Nahrungsmittel so exzessiv ist. Und um das auch zu sagen, wir brauchen diese große Fläche für die tierbasierten Nahrungsmittel. Das sind etwa 80% der Landfläche, die wir für die tierbasierte Nahrungsmittel brauchen. 80% ist heute quasi notwendig für Weideflächen Futtermittel zu erzeugen, im Vergleich zur Gesamtfläche für Nahrungsmittelerzeugung. Und damit erzeugen wir 17,5% der Nahrungsmittelkalorien. Das ist also völlig ineffizient. Und darauf müssen wir einfach verzichten, wenn wir letztendlich die Menschheit sinnvoll ernähren wollen. Diese große Fläche, die müssen wir loswerden. Und wir können es, indem wir viel effizienter letztendlich rein pflanzenbasiert uns stattdessen ernähren. Dieser Mehrbedarf an Kalorien ist ja in dem Bild vorher gezeigt quasi. Und man kann auch zeigen, dass beispielsweise Proteine und so etwas genügend in der Ernährung drin sind, wenn wir das halt entsprechend umstellen. Das ist kein Problem, eine abwechslungsreiche und voll ausreichende Ernährung quasi rein pflanzlich sicherzustellen auf der Fläche, die ich angegeben habe. Gleichzeitig nochmal die Erinnerung daran, dass die Anzahl der Kinder pro Frau eben deutlich von dem Bruttoinlandsprodukt, also von der ökonomischen Entwicklung eines Landes abhängt. Entsprechend ist es wichtig, dass wir die Länder entwickeln, damit die Kinderzahl runtergeht, damit wir überhaupt die Chance haben, auf dieses mittlere Szenario zu kommen und damit überhaupt die Chance haben, alle Menschen ausreichend zu ernähren, weil sonst der Hunger einfach weiter zunehmen wird. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass nachhaltiges Wohlergehen für alle nur dann möglich ist, wenn wir das Bevölkerungswachstum verringern oder uns vegan ernähren. Und natürlich ist die Frage, gibt es Alternativen? Gentechnik wird beispielsweise immer gerne genannt, wenn ich diesen Vortrag auch mal live irgendwo halte. Kann man vergleichen, es gibt nicht so viele Feldfrüchte, für die man das machen kann. Mais insbesondere geht sehr gut. Wenn man sich die Zahlen anschaut, zeige ich jetzt hier nicht für Mais, Genmais praktisch 80% in den USA und dem konventionellen Mais, weil Gentechnik in Deutschland verboten ist, in Deutschland, dann sieht man, dass die Produktivität aufeinander liegt. Kein Gewinn durch Gentechnik, zumindest bisher ist er nicht sichtbar. Nachweislich. Also die Zahlen wirklich liegen aufeinander. Die Entwicklung, die Schwankungen sind auch die gleichen. Es ist also nicht besserer und stabilerer Ertrag durch Gentechnik. Nicht nachweisbar.
Auf der anderen Seite ist ein Argument, was häufig gebracht wird, wenn ich das so sage, ja, wir haben doch so große Lebensmittelverschwendung, sparen wir doch das doch ein. Und in den entsprechenden Studien wird auch gesagt, oder politisch wird das auch verwendet dann, 30% gehen verloren beim Endkonsumenten. Das sind alte Studien. Wenn man das genau sich anschaut, ich habe also die Literatur mir zusammengesucht und geguckt, was in den Studien als so drinsteht. Studien, die 10 und 20 Jahre alt sind, da sind in der Tat diese großen Mengen drin, die sind aber nur geschätzt und nur grob geschätzt letztendlich. Und es gibt neuere Studien, die das genau auswerten. Für Europa eben, wo man das gut auswerten kann, wo die Leute womöglich das auch mit einer Waage und so nachmessen können, hat man nachgemessen, wie viel verloren geht. Da ist es über die gesamte Wertschöpfungskette, das heißt vom Acker bis auf den Teller gehen 10% verloren. Beim Endkonsumenten gehen 2 bis 3,5% verloren an vermeidbaren Verlusten. Bei den ersten Studien, muss man auch dazu sagen, wurde alles gerechnet. Ja, da wurden die Knochen sind Verluste, auch wenn ich sie nicht essen kann. Der Salatstrunk wird mitgerechnet als Verlust. Das erhöht natürlich den Wert ganz massiv. Heute finde ich das nicht. Natürlich, um das so zu sagen, jede Verluste, die wir haben, die wir heute ja auch sehen, sollten wir vermeiden, soweit das irgendwie geht, um den Druck auf die Landfläche zu reduzieren. Natürlich, um die Menschen besser ernähren zu können, natürlich. Aber es wird nicht das Problem des Hungers beseitigen können. Es wird auch nicht mal einen nennenswerten Beitrag dazu leisten können. Das wird einfach nicht funktionieren, weil diese 2 bis 3,5%, die wir beim Endkonsumenten haben, das werden wir nicht, diese Differenz werden wir nicht wirklich vollständig nutzen können. Wir müssen auch bedenken, Nahrungsmittel sind verderbliche Güter. Dass ein paar Prozent verloren gehen, das ist einfach unvermeidlich. Natürlich ist es so, dass in jetzt weniger entwickelten Ländern, da müssen wir die Kühlketten besser schließen, da müssen wir mehr Kühlschränke beispielsweise haben oder so etwas, damit dort weniger verdirbt, da wird die Verlustrate größer sein womöglich. Wobei die dort auch anders mit Lebensmitteln ja im Prinzip umgehen an der Stelle, auch andere Lebensmittel haben als wir. Insofern da die Verderblichkeit auch vielleicht gar nicht so hoch ist bei einem großen Teil der Produkte. Aber das werden wir automatisch in den Griff bekommen, wenn wir ja sagen, dass wir die Menschheit entwickeln wollen. Dann haben wir auch sofort praktisch mehr Geld für Kühlschränke und so weiter verfügbar. So, das heißt, eine Alternative ist nicht absehbar. Ja, wir können nicht diese einfachen Dinge besser machen, die üblicherweise genannt werden, die funktionieren einfach nicht. Das heißt, jetzt kann man sich fragen, welche Option haben wir? Wir haben zwei Optionen. Entweder machen wir eine Verhaltensänderung, maximal 2 Kinder, um das Bevölkerungswachstum zu begrenzen und rein pflanzenbasierte Ernährung. Und dann zeigen die Auswertung gerade eben, die vorhandene Technologie, nichts Besonderes gemacht, reicht für ein nachhaltiges Wohlergehen für alle. Essen für alle, die Kalorienzufuhr steigt sogar über der Zeit, wie ich gezeigt habe, und es ist möglich für alle, das zu erreichen. Ohne Verhaltensänderung zwingen wir die Technologien zum maximalen Fortschritt. Wir zwingen die Landwirtschaft in allen Bereichen, inklusive der tierbasierten Ernährung, immer noch intensiver zu arbeiten. Und es ist eins von den beiden anderen Dingen noch, entweder werden trotzdem mehr Menschen unterernährt sein, wenn wir halt eben das Bevölkerungswachstum so hoch haben und weiter tierbasierte Nahrungsmittel wie heute konsumieren, oder mehr Wald wird abgeholzt werden müssen, um diese Landflächen dann am Ende zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir sehen als Konsequenz daraus, die Verhaltensänderung, die ist eigentlich unumgänglich, die brauchen wir, wenn wir nachhaltig die Menschheit ernähren wollen. Damit komme ich zur letzten Folie dieses Videos. Ich möchte Dinge zusammenfassen. Wir sehen, fruchtbare Landfläche ist in der Tat ein knappes Gut. Es gibt keine Alternativen oder einen Ausweg, ja, um das einfacher uns irgendwie zu regeln. Wir müssen, wie wir gleich noch sehen werden, die Verhaltensänderung quasi machen. Ich habe außerdem in dem Buch und auf der Website auch diskutiert, wie das mit Bioökonomie versus der CO2-Ökonomie ist. Wir könnten also statt Bioenergie machen, CO2 aus der Atmosphäre beispielsweise einfangen, das in Kraftstoff umwandeln. Das ist aber extrem teuer. Das wollen wir eigentlich nicht machen, weil es unsere Ökonomie noch mehr belastet. Also ist Bioökonomie eigentlich der sinnvollere Weg. Wenn wir das machen, dann kommen wir automatisch in diesen Wettbewerb zwischen Ernährung und Bioökonomie, also Biomaterialien, Biokraftstoffe zu machen, das passiert automatisch. Und auf der anderen Seite, Bioökonomie ist nur mit Verhaltensänderung ethisch vertretbar. Nur dann kann das eigentlich sinnvoll funktionieren. Nur dann können wir praktisch Bioenergie und Biomaterialien nutzen, wenn wir die Ernährung umstellen, weil wir sonst mehr hungernde Menschen haben werden. Das heißt, Verhaltensänderung ist nötig. 2 Kinder und vegane Ernährung. Ich hatte es eben ausgeführt. Warum? Dabei ist die vegane Ernährung jetzt nicht, wie es heute häufig gesagt wird,
also auf Fleisch verzichten, weil es weniger Klimagase ausstößt, oder klimaschädliche Gase ausstößt. Das ist gar nicht der Punkt. Es geht darum, den Hunger zu bekämpfen, mehr auch Platz für Biodiversität zu haben, mehr Platz für Bioenergie zu haben. Das ist ein Energieziel, aber auch mehr aufzuforsten und mehr CO2 aus der Atmosphäre zurückzugewinnen. Klima ist also nur ein Teil dieses Problems. Die Hungerbekämpfung ist ein wesentlich größeres womöglich. Weil Hunger bedeutet natürlich auch am Ende des Tages in den entsprechenden Ländern mehr Migration. Das betrifft also auch uns. Es ist nicht nur die Menschen da, die hungern, es geht uns am Ende selber an. Das heißt, wir müssen, um das zu erreichen, eben auf die zwei Kinder zu kommen, eine schnellere Entwicklung ärmerer Länder zu durchführen, um eben das Bevölkerungswachstum insbesondere dort zu begrenzen. Natürlich für uns gelten die gleichen ethischen Regeln. Auch bei uns muss die Kinderzahl entsprechend reduziert bleiben. Ist sie ja, aber man kann nicht mehr stolz darauf sein, eben mehr als zwei Kinder zu haben letztendlich, wenn wir das von anderen Menschen entsprechend fordern. Damit bin ich am Ende des vierten Videos dieser Videoserie Klimawendezeit. Ich freue mich, dass Sie mir bisher gefolgt sind und würde mich freuen, Sie wieder im nächsten Video sehen zu dürfen. Vielen Dank.